Das Besondere am Quartierszentrum Bürgermeister Gräf ist das vielfältige Leben bei uns im Haus. Wir haben junge Bewohner, wir haben ältere Bewohner, wir haben eine gute Mischung zwischen Männern und Frauen, was nicht üblich in Pflegeheimen ist. Schon vor der Aufnahme eines Bewohners führen wir intensive Gespräche mit den Angehörigen und wollen den Bewohner kennenlernen. Wir wollen wissen, wer kommt zu uns, um ihm das Einleben möglichst angenehm zu machen. Wir legen großen Wert auf Biografiearbeit, weil wir glauben, nur wenn wir die Biografie des Bewohners berücksichtigen, können wir auch eine adäquate, gute Pflege anbieten. Unseren Bewohnern bieten wir vielfältige Aktivitäten an, angefangen bei den gemeinsamen Festen, die wir regelmäßig mit den Bewohnern feiern, aber auch viele Alltagsaktivitäten. Uns ist wichtig, dass die Bewohner so viel Alltag wie möglich auch in einem Pflegeheim erfahren. Wir haben eine Gartengruppe, die zwei Gärten selbstständig betreut. Wir haben Kochgruppen, wir haben verschiedene therapeutische Malgruppen. Wir haben eine Kegelgruppe bei uns im Haus. Wir spielen mit der Wii. Wir haben regelmäßig Tierbesuche. Mit dem Kindergarten haben wir zusammen verschiedene Aktivitäten regelmäßig. Wir haben Gesangsgruppen, wir haben Vorleserunden. Im Quartierszentrum Bürgermeister Gräfhaus halten wir vielfältige Angebote für Senioren vor, aber auch für Bürger aus dem Stadtteil. Wir freuen uns, dass ein Gesangverein bei uns regelmäßig probt. Die Kegelbahn steht offen für Gäste auch aus dem Stadtteil. Wir haben ein Seniorenrestaurant, was von Bewohnern genutzt wird, die in der Umgebung leben. Wir haben eine Cafeteria, die geöffnet ist und gerne genutzt wird. Das Besondere am Haus Eduard Gräf ist unser spezielles Angebot für Bewohner mit besonderen Pflegebedarfen. Das sind oft jüngere Bewohner, Bewohner, die ganz viel Lebenserfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt haben, die zum Teil auch suchterkrankt sind, die psychiatrische Erkrankungen haben und die bei uns ein neues Zuhause gefunden haben. Für mich ist ein schöner Tag, wenn ich in den Garten komme und sehe dort Bewohner, die eigentlich schwerst pflegebedürftig sind, eigentlich weitgehend bettlägerig sind und ja, sich im Garten aufhalten, wo Pflegekräfte die Bewohner begleiten, die Sonne denen aufs Gesicht scheint und sie mich anlächeln.